Ja, Mohammed habe ich eigentlich über einen witzigen Zufall kennengelernt. Und zwar wurde mir über die Nationalmannschaft mitgeteilt, hey, da ist irgendein Top-Ringer, ein Top-Iraner in Deutschland unterwegs. Dann habe ich mich mal informiert über meine Kanäle, wo ist denn der Junge? Da war er da gerade bei Mannheim, dann bei Ziegelhausen irgendwo. Und da hatte ich einen iranischen Kontakt, den habe ich angeschrieben. Er hat den Kontakt dann zu Mohammed aufgenommen und ich habe ihn zu mir ins Training eingeladen, weil ich einfach mal testen wollte. Und dann kam er wirklich und es hat von der ersten Sekunde gleich menschlich brutal gepasst zwischen uns. Er war so freundlich, zuvorkommend, ruhig. Und dann habe ich ihn natürlich gleich getestet. Da haben wir gleich Wettkämpfe gemacht und ich habe nur gesagt, wow, ein Juwel, ich habe ein Juwel gefunden. Unglaublich gut. Und da wusste ich noch nicht, wie erfolgreich er in dem Iran war. Er trainiert fast jeden Tag mit den Kindern, ist abends für mich da, für die Olympiavorbereitung und auch morgens. Wir sind in drei verschiedenen Schulen drin, wo wir Schulprojekte, wo er den Schulsport macht und Ringen den Kindern näher bringt. Kampfsportarten werden gut angenommen, weil Selbstbewusstsein stärkt. Man steht ganz anders da, die Kinder, vor allem die, die halt ein bisschen schüchtern sind und ein bisschen ruhiger sind. Und die, die eben sehr viel Energie haben, die können das da auch so ein bisschen rauslassen und unter Kontrolle kriegen. Am Anfang hat man sich noch mit Händen und Füßen irgendwie sprachlich ausdrücken müssen. Und auch das hat wunderbar funktioniert. Man konnte den Kindern, ich sage immer, das ist die Sprache des Sports, alles vermitteln, durch Zeigen, durch Mimik, durch Gestik, Stärke, Schwäche symbolisieren. Es hat funktioniert. Und dann ist es mit der Zeit ganz schnell gewachsen, dass er jetzt auch wirklich gut Deutsch spricht. Die Kinder sind begeistert, sie profitieren. Er ist einer der besten Techniker der Welt. Und er kann es auch vermitteln. Nicht viele Weltklasse-Ringer können es auch vermitteln. Er kann es besser vermitteln als ich zum Beispiel. Und das ist das Wertvolle. Kinder lernen von mir Ringen und ich lerne Deutsch in der Schule und hier Praxis mit Kindern. Alle lieben ihn, er kommt wirklich gut an und das hat der Sport ermöglicht. Innerhalb von kürzester Zeit alle Berührungsängste zu verloren und das ist einfach nur schön zu beobachten. Wir haben auch sehr viele Kinder, ausländische Kinder bei uns an der Schule oder Flüchtlingskinder und da werden die Kinder ja auch schon im ganz normalen Alltag, im Schulalltag damit konfrontiert, sodass die da schon einen ganz natürlichen Umgang haben. Und es ist für uns auch als Schule und Lehrer, als Kollegium sehr, sehr wichtig, das auch zu fördern, dass alle so angenommen werden und mit Respekt behandelt werden. Und was der Mohammed hier leistet, ich sage immer, das ist Integration und Migration in Perfektion. Man sieht einfach, der Sport kennt keine Grenzen und es geht einfach unglaublich schnell. Und das ist beispiellos und es sollte noch viel, viel öfter so in Deutschland passieren. Ja.